So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt schon im Titel gelesen, so könnt ihr Icon SBCs billiger abschließen. Ich werde es euch auf jeden Fall jetzt gleich zeigen. Ich gehe gerade bei FIFA zum ersten Mal wieder rein, seit gestern. Ich habe es gestern deinstalliert, also hier einmal komplett gelöscht hier unten. Und dann ist mir aufgefallen, ja, dass ich eigentlich noch Videos aufnehmen muss. Und ja, hier bin ich wieder. Moin. Über Nacht wieder runtergeladen. Jetzt starten wir das erstmal wieder FIFA. Ich kann euch kurz ein Fazit sagen zur Weekend League und dann ganz schnell auch erklären, warum das Video von gestern offline genommen wurde. Fangen wir mit der ersten Sache an. Ich stand 18-1 und hier sehen wir schon die neuen SBCs, darum wird es auch heute gehen. Ich wollte da mit dem Video keinen Hass verbreiten, das ist das Letzte, was ich auf diesem Kanal will und deswegen habe ich es runtergenommen, kurz gesagt. Das kam auch eher so voll gegen EA an und so, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte einfach nur euch zeigen, wie ich verloren habe und so weiter. Aber im Endeffekt ist es ja auch eigentlich egal. Das Team habe ich mir dann gestern noch gebaut. Ich habe mir noch Van Dijk geholt und einen Kanté geholt. Auf jeden Fall sehr stabil. Wir standen auf jeden Fall 18-1. Dann haben wir drei E-Sportler hintereinander bekommen. Einmal den E-Sportler von Mönchengladbach, dann von Hannover. Und dann noch einer, der monatlich 150. und 200er fast jeden Monat ist. Alle drei Spiele verloren, standen 18-4 und dann habe ich aufgehört. Ja, moin, das war die Geschichte. Beides haben wir jetzt auch geklärt. Wer Bock hat, kann sehr, sehr gerne ein Like da lassen, würde mich sehr freuen. Wie gesagt, alles freiwillig. Und ein Abo, wer neu ist. Fangen wir an, Jungs. Bei dieser Firmino SBC bin ich sogar überlegen, ja, sie zu machen. Ich habe Bock auf Firmino. FIFA ist sowieso am Ende. Könnte ich sehr, sehr gut einbauen, vor allem mit Firmino-Linken, mit Pelé-Linken, mit Salah-Linken. Und wird wahrscheinlich um die 200.000 kosten, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen. Deswegen haltet euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob ich mir Firmino machen werde. Dann haben wir hier noch die 81 plus Doppel-SBC und die 82er. Davon werden wir gleich auch noch ein paar Stück machen. Und dann haben wir noch die hier und die soll es auch heute gehen. Aber bevor wir dazu kommen, werden wir erstmal, ja, dass das Video jetzt auch nicht 4 Minuten nur geht und ich euch alles ganz schnell erkläre, werden wir ein paar Stück von den beiden machen, vielleicht drei von denen, drei von denen. Und dann, ja, wir schauen erstmal, okay, was man braucht. Wir schauen erstmal, was man braucht. Hier braucht man 5 seltene und hier braucht man 11, okay, voll übertrieben 11. Dann schauen wir mal, wir machen erstmal 2-3 Stück und dann, ja, dann schauen wir mal, welche besser ist. Okay, Leute, wir haben jetzt erstmal 6 Sets gemacht, 3 von den 81 Doppel-Upgrade SBCs Dingern, da wo man 11 seltene braucht, das sind die hier und dann ein 82 Plus, ein kleines, also wirklich ein kleines Mini-Experiment, welche Packs denn mehr gönnen. Die 82er sind deutlich billiger, deswegen werden wir sie mal testen, vielleicht gönnen die ja auch, da muss man nicht die teuren machen. Im ersten Set kein Walkout, aber solange wir ja, Leinwände bekommen, ist es sehr gut, weil dann haben wir schon mindestens einen Spieler. Der billigste 83er liegt bei 3.800. Ja, jetzt haben wir einen Spieler gezogen, der mindestens 3.800 kostet. So kann man sich auf jeden Fall auch einige an Coins sparen, weil das Doppel-Upgrade... Ne, das... Okay, das sind die normalen. Okay, okay. Hier kommen wir zu den Doppel-Upgrade-Dingern. Die sollen gut sein, ne? 11 seltene Spieler, ich erwarte schon was. Walkout wird es nicht, aber... Okay, Leinwand müsste eigentlich garantiert fast immer sein. Frankreich. Komm, Ribéry. Ah, belastend. Naja, auch wieder 3,8k, also die 83er sind wirklich sehr teuer. Kann man ja alles mitnehmen, aber das ist nicht der Trick, wie ihr Icon-SBCs billiger abschließen könnt. Okay, komm, starten wir mit einem 82er rein. Bis jetzt haben die 81 Plus nicht mehr gegönnt, beide haben 83er gegönnt und die 82er SBC war billiger. Okay, solange wir garantiert Leinwand bekommen, schmeckt es auf jeden Fall gut, komm. Auch wieder nur 83er Philippe. Können wir auch wegskippen, brauchen wir nicht, beiseite mit dir. Beiseite, Jungs, beiseite, okay. Wir haben 3 Sets noch. Komm, Nosepack, die heilige Nase. Controller wird hingelegt und jetzt will ich einen Walkout sehen. Ey. Aber ein OTW, okay. Kann man nicht gebrauchen gerade, aber Piątek wird das wahrscheinlich dann. Ja, Piątek, Piątek. Oder wie er ausgesprochen wird. Wer Pole ist, kann sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie er ausgesprochen wird. Werde ich eben screenshotten, nimmt mal mit die erste Special-Karte. Kann man immer vielleicht gebrauchen für irgendwelche zukünftige SBCs. Und die SBCs, muss ich sagen, machen Bock zu spammen. Vielleicht machen wir gleich noch ein paar Stück. Fangen wir an mit der nächsten 82er SBC. Vielleicht jetzt ein Walkout. Leider nicht. Und das wird das erste Mal, ja, dass keine Leinwand kommt. Aber beim 82er ist es in Ordnung. Weil die, hier braucht man nur 5 seltene Spieler. Da ist es nicht so schlimm. Aber beim 81 Plus, die sehr, sehr teuer ist, die SBC. Ja, erwarte ich schon ein Walkout oder mindestens halt eine Leinwand. Walkout wahrscheinlich nicht. Jetzt gedacht, aber... Wieder Leinwand. Okay, die 81 Plus, muss man echt sagen, hat mehr gegönnt. Aber die ist auch teurer, darf man nicht vergessen. Aber auch wieder nur ein 83er, ne? Wir haben nicht einen 84er bekommen. Aber so kann man auf jeden Fall seinen Verein mit, ja, High Rated füllen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Beispiel, ich will mir ja Firmino machen. So kann ich mir Firmino auf jeden Fall ercraften. Nicht nur Icon SBCs. Ich weiß, im Titel steht gerade, so könnt ihr Icon SBCs billiger machen. Aber so könnt ihr allgemein alle SBCs billiger abschließen, Jungs. Die SBC läuft 6 Tage.
jetzt kommen wir auch zu der SBC. Hier die 81 bis 86 plus SBC. Und ich kann euch sagen, wenn ihr High-Rated SBCs abschließen wollt, wie zum Beispiel ein Firmino oder Icon-SBCs wie Ronaldo, Hullet, Ronaldinho, Vera, ist ja auch egal, auch wenn ihr nur einen Inzaghi abschließen wollt, gibt es ja hier SBCs, wo man ein 85er, 86er Team braucht. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, man braucht immer High-Rated Spieler für irgendwelche SBCs, die man abschließen will, Spieler-SBCs wie Firmino oder zukünftige SBCs, die noch kommen werden. Deswegen ist diese SBC sehr, sehr nützlich. Ihr seht nur 4 Goldspieler insgesamt. Ich zeige es euch kurz. Gehen wir mal zum Beispiel auf Premier League. Habe ich hier irgendwas? Okay, hier habe ich ein paar Non-Rares. 1, 2, 3, 4. Und schaut, was ich jetzt machen kann, Jungs. Das ist das Geile. Ich kann jetzt einfach hier Bronze-Spieler reinpacken. Wir müssen nur auf Chemie irgendwie kommen. So vielleicht. So. Und da, wartet. Machen wir es mal so. Hier rüber und hier. Bam. Ihr seht, 4 Goldspieler, alles Bronze. Die Goldspieler müssen nicht mal selten sein. Das ist das ja, Krasse. Und hier bekommen wir dann ein 81 bis 86 plus Spielerset. Und sobald ihr einen 83er zieht, spart ihr euch schon 3000 Münzen. Und diese Bronze-Spieler müsstet ihr alle im Verein haben. Und ansonsten kauft ihr euch halt für jede SBC immer 4 Goldspieler. Was kosten 4 Goldspieler? 2000 Münzen vielleicht. Oder wenn überhaupt ein Goldspieler 450, 400. Seid ihr bei 1600. Die Bronze-Spieler müsst ihr mal jeder im Verein haben. Da bezahlt ihr 1600 pro SBC. Aber auch Goldspieler müsstet ihr eigentlich im Verein haben. Außer, na klar, wenn ihr sie so lange spammt, dass ihr keine Goldspieler mehr habt, dann kauft ihr euch halt immer wieder Goldspieler. Eine SBC kostet euch dann 1600 Coins ungefähr, wenn ich richtig gerechnet habe. Okay, 2 Sets haben wir. Wir testen sie einfach mal. Komm, EA, pushen. Wenn ich mich irgendwie kaputt anhöre oder sonst was, Jungs. Ich komme gerade frisch vom Fußballspielen. Eigentlich wollte ich erstmal duschen gehen. Aber da wir schon 19 Uhr haben, ist mir jetzt erstmal wichtiger, dass das Video online kommt. Danach, ja, werde ich duschen gehen. Und jetzt ziehen wir jetzt... Kann man klatschen. 81 bis 86. Wir ziehen 81er. V4-Effekt. Jeder denkt, die SBC wäre scheiße. Hier will ich jetzt einen Walkout haben. Ja, okay, komm, 83er muss drin sein. Let's go. Seht ihr? 3000 Coins safe. 4000. Okay, warte. 84er meine ich, nicht 4000. 84er kostet 5800, der billigste. Und Jonas kostet, ich schau mal ganz genau, wie viel Jonas kostet. Gib mir einen Moment. Jonas kostet derzeit 9500. Das ist krass, Jungs. So kann ich auf jeden Fall einiges an Coins sparen. Kauft die Spieler nicht so, grindet lieber hier die scheiß SBC. Ich habe jetzt nichts bezahlt, ansonsten hätte ich 1600 Coins bezahlt für die SBC, weil wie gesagt, Bronze-Spieler müsste jeder im Verein haben. Und so spart man sich auf jeden Fall ja, viele Coins. Ich werde jetzt noch von dir ein paar Packs vorbereiten und dann sehen wir uns zum Abschluss nochmal wieder. Ach ja, Jungs, bevor ich das vergesse... Okay, das ist dann auch für die Aktiven, die jetzt hier dran sind. Ich habe gestern ein Gewinnspiel gemacht, habe gesagt, ihr sollt mit Hashtag Instagram kommentieren. An die Insta-Leute wissen Bescheid. Und dann habe ich das Video ja offline genommen und das kommt jetzt so, ob ich die Leute abgezogen hätte und nur wollte, dass sie alle Hashtag Insta kommentieren. Deswegen hier ein Gewinnspiel, 10er PSN oder Xbox-Karte, kommt drauf an, was ihr habt. Zum Mitmachen kommentiert Hashtag 6K und euer Insta- oder Twitter-Name. Kann jeder mitmachen von mir aus und ja. Gewinnspiel läuft dann an den 17. aus, das ist dann der Mittwoch. Machen wir 2 von denen noch schnell und danach machen wir noch ein paar von den anderen. Komm, schade, ich hätte gerne einen Walkout oder so hier raus. Aber solange wir eine Leinwand bekommen, ist es sehr, sehr gut, weil wie gesagt, ich wiederhole mich zum 100. Mal. Die Spieler sind was wert und Miranda kostet über 10.000 Safe. 12.000 oder so ein 85er. Ich glaube, ich werde mir die Firmino SBC auf jeden Fall abschließen. Aber am Mittwoch kommt ja ein neues Best-of-Set, dann kann man neue Special-Karten ziehen und dann werde ich die Sets erst am Mittwoch öffnen. Weil jetzt kann man nicht unbedingt geile Special-Karten ziehen, sage ich mal, dann warte ich mal auf Mittwoch. Vielleicht kann man da Future-Star-Karten ziehen oder Headliner-Karten oder Food-Birthday-Karten. Ne, Food-Birthday kann man schon ziehen. Tots-Karten vielleicht. Werde mir auf jeden Fall gespannt, was man dann ab Mittwoch ziehen kann. Dann machen wir noch von der 81 Doppel-SBC noch ein, zwei Stück und dann war es das auch vom Video. Okay, Jungs, wir haben keine seltenen Goldspieler mehr im Verein, deswegen werden wir noch die 2 öffnen. Ich habe sehr, sehr viele Goldspieler, aber nur Non-Rares, deswegen werden wir noch eins von den 82 Plus Set öffnen und dann noch eins von den 81 Plus. Okay, die 82 Plus Dinger werde ich, glaube ich, nicht mehr machen. Wieder keine Leinwand von 4 Sets, nur 2 Wände. 81 Plus bis jetzt immer eine Leinwand, deswegen... Komm, Bruder, enttäusch nicht. Komm, enttäusch nicht. Gib mir sogar einen Walkout. Wir haben jetzt gar keinen Walkout in diesem Video gehabt. Das geht doch nicht. Ja, okay, es wird auch so dann gewesen sein. Vielleicht noch ein 84er auf jeden Fall, Jungs. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr sehr, sehr gerne ein Like da lassen. Ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Schreibt mir rein, wie ihr die Weekend League abgeschlossen habt. Dann sehen wir uns morgen wieder. Und vergesst nicht, beim Gewinnspiel mitzumachen. Haut da rein. Wir sehen uns morgen wieder, Jungs. Bis dahin und ciao.